bisschen nutzlos, was ich da mache, aber ja, das kann es halt nicht ändern. Die Strategie hat sich ja ein bisschen, ich habe das falsch eingeschätzt. Aber es ist doch bei Historyline wie in der Bastelecke. Wir zeigen, in welche Probleme man geraten kann und wie man sich dann wieder rausbastelt. Genau. Red ich nicht auf, Bursche. Alles wird gut. So, jetzt brauchen wir noch zwei von denen, von denen ich gerade jetzt schon wieder nicht weiß, aus welcher Schüssel ich sie genommen hatte. Die 2x6er. Ne, das ist der 7. Nimm man's so. Nimm man's so. Ja. Ja. Ja? Ja. Wie machen wir's? Ich hab meine Einheiten geschrottet. In eine andere Richtung gestellt. Also ich bin bei Bauschritt 5. Ja, du ziehst voll durch. Ich weiß, ich habe das eben schon aus dem Augenwinkel gesehen. Graue Platten jetzt. Dennis, hast du nicht da so eine Box? Nee, die ist leer. Ah. Deswegen fragte ich dich vorhin, ob du noch brauchst. Möchtest du zum Kühlen den Stahlhelm? Timmy, gib mir den Stahlhelm, aber ja, ich brauche doch noch, Dennis. Es tut mir leid. Also hier ist noch eins. Eins. Ja, ich hätte extra geholt, aber du hattest gesagt, du bist versorgt. Ja, ich dachte auch, aber ich habe vergessen, dass auch, dass die Qualität wesentlich besser ist. Ich sehe aber auch bescheuert aus mit dem Ding, als hätte ich einen Riesenpickel auf dem Kopf. Ja, und hoffentlich fragt Nutztagen eigentlich Continuous, oder ist der Krieg verloren, wenn er vom Gegner geschlagen wird? Tja. Ach, Continuous, stimmt, das war ja, das ist auch lange her, oder? Ja, bei manchen Spielen im Retro-Style gibt es das ja noch. Genau. Spoiler. Werden die Deutschen den Krieg gewinnen? Bleibt dran, wenn ihr das herausfinden wollt. Ja, ja, ich muss zugeben, das ist aber wirklich eine spannende Frage für die letzte Mission. Ja. Die kann man dann nicht mehr gewinnen. Die kann man nur verlieren dann. Oder. Ja. Ah, das ist so lustig. Ich weiß, eigentlich ist es nicht lustig, aber es ist echt lustig. Mach mal hier. Nenn mich The Brain. Nenn mich The Brain. Der Helm ist ausgefüllt. Komplett. Ja, ah. Hoffentlich sage ich noch, bei Kobi geht das Zusammendrücken eigentlich prima, nur das wieder auseinander machen ist knifflig. Ja, die haben große Klemmkraft. Und Tilrasul sagt, den A7V hat er vor 3 Wochen beim Nachschauen von einem VD-Stream gebaut. Ja. Ja, sehr gut. So wünsche ich mir das. Ja. Dass wir euch hier begeistern können, nicht nur für Retro-Computer, sondern auch für andere lustige Sachen, ja, die Spaß machen. Aber für andere Sachen, die Spaß machen, da begeistern wir hier keinen. Ich wollte es gar nicht. Also wenn ihr auch solche Klemmbausteinmodelle hier bauen wollt, wie das, von dem ich jetzt gerade bin, dann findet ihr den natürlich auch unter www.retrogear.de, unserem Amazon-Shop. Ja. Aber ihr könnt ihn natürlich auch bei eurem Klemmbausteinhändler des Vertrauens ums Eck kaufen. Genau. Ich war ja so super entspannt. Und jetzt nicht mehr. Naja, ich habe so eben so lalala. Unsere Elite besteht noch aus 3 Einheiten. Unser Panzerwagen aus 4. Musst du mal reparieren. Und die popelige Infanterie oben noch aus 3. Also alles in allem total oberentspannt. Genau. Und übrigens, das Depot, was wir Gott wunders, was wir das eingenommen haben mit viel Krawum und viel Entspannung. Ist nichts drin. Da ist doch ein Pferd. Immerhin, damit können wir schon mal weiter. Ja, und dann guck mal, was auf uns zukommt. Ja, bau doch mal eine schwere. Das ist ein Depot. Ja. Und wir haben Geld für sagen, eine. Ich kann jetzt auch nicht alles. Popelige Infanterie, wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir können uns nichts leisten, wir haben gar nichts. Wir werden alle vernichtet. Ja. Ich kann überhaupt nichts machen. Ich kann nichts angreifen, ich kann nichts. Der Hoflich fragt, ob man in unserem unter retrogear.de auch einen Ad Astra-Rechner kaufen kann. Nee, das ist. Wir sind da noch nicht in die Serienproduktion eingestiegen. Du musst einfach schneller löten. Genau.
Du, Lizenz zum Löten. Kannst du nicht so 40 Lötkolben aneinander machen, wenn du so und dann so lötest? Ja. Ja, man kann das auch einfach gelötet bestellen. Also inzwischen kann man die auch bestückt. Ach, wie popelig ist das denn? Ja. Das ist ja total. So, wo finde ich denn jetzt diese Teile? Irgendwo müssen sie doch sein. Das ist ja auch das Falsche. Ich brauche da nicht die 4 Breiten, sondern die 3 Breiten. Ist ja kein Wunder, dass ich nichts finde. So. 1, 2. 3. 5. Da steht ja sogar Kofi drauf. Ja. Nicht aufgefallen. Sechs. Na also, komm, such mal nach dem richtigen Teil, schon geht's. Er zieht immer noch Einheiten aus seinen Depots und Fabriken und wir haben nichts. Das ist echt deprimierend. Schauen wir mal. Ja genau, jetzt gewinne ich schon Spiele aus nichts, erwähnt der 68K Assembler. Ein Pferd heißt Pferd, weil es fährt. Sagt Xanortakles. Und bezog sich auf das, was da in dem, dem Depot drin war. Hier habe ich irgendwo mal gelesen, Schülertext, der Pferd. Der Pferd hat 4 Beine. Und wenn eins fehlt, umfällt. Ja. Und? Genau. Ja. Das ist der Merinapal. Bei manchen Modellbauherstellern kriegt man seine Modelle handsigniert, bei Dennis handgelötet. Ja. Also wir können eine Ad Astra Collectors Edition machen, von mir handgelötet und mit all den Teilen, aber ich sage euch gleich, das wird vierstellig. Also alleine die Bauteile, der Hagen beißt in die Tischplatte oder was? Ja, weil ich gerade gesehen habe, was er im nächsten Zug macht. Erobern? Nee, ich lass die Maus mal kurz so sitzen, bis er fertig ist. Du weißt ja, dass ich mich sehr schwer getan habe, vorne die schwere Artillerie rauszuziehen. Erinnerst du dich? Ja. Und ich habe sie dann in die Backline gestellt, weißt du noch? Genau, wo sie jetzt direkt platt gemacht wird. In die Backline, direkt am Fluss. Ja. Die Betonung liegt Fluss. Wo das... Okay. Ja. Wir können auch nicht angreifen. Räumen Sie doch mal dann wieder rein, Hagen, dass wir sie reparieren können. Ja, ich muss mit dem Ding schießen. Wir sehen uns überrannt, Dennis. Ich habe nur noch... Ich hab ja, okay, dann... Wir schießen jetzt mindestens ein oder zwei Mal und dann... Und dann rein reparieren, okay. Das ist, Kannst du nicht mit dem da... Die klemmen weiter, da kannst du auch nichts machen. Eieieiei. So, also, machen wir mal hier schnell... Knack. Das hört sich aber gewalttätig an bei dir da. Ah. Lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihn, dass du es kannst. Denn Kellogg's Frosties schmecken so. Die wecken den Tiger in dir. Hagen wird auch schon ganz hektisch mit dem, So, 1, 2, und wo sind jetzt die? Das könnte einer sein. Nee, ist zu kurz. Nicht, keine bewegt sich. So. Hoflich fragt, nach welcher Zeit kommen kalte Lötstellen denn so richtig zur Geltung? Hat Dennis einige Kondensatoren falsch rumgelötet? So richtig nach Amiga-Vorbild. Soll doch authentisch sein. Nee, bei mir ist alles ordentlich gelötet und ich habe auch genau geguckt, dass da auch keine kalten Lötstellen sind. Kobi hat im Prinzip ein Schiff aus dem Ersten Weltkrieg im Programm, die HMS Warspite. Ah. In der Version aus dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Ah, okay, wusste ich nicht. Ja, und Sister Mary Napalm sagt,
Dank Hagen kann seinen Enkel noch erzählen, damals bei History Line, da hatten wir gar nichts und wir haben trotzdem noch gewonnen. Ja. Ich mag diesen Stuhl. Da brauchst du dich, da musst du gar nichts. Da kannst du einfach rollern. Ja. Ist doch gut. In die Versorgungsecke. Genau, wir haben ja da hinten die Versorgungsecke eingerichtet. Du sag mal, was war nochmal SMS? Short Message Service? Nein, MS war ja Marineschiff. Aber was war S? Schlacht? Oder ich staatlich? Keine Ahnung. Aber staatlich kann es eigentlich nicht geben, es wäre ja sonst kaiserliches Marineschiff. Wir fragen mal den Chat-Joker. Nächstes Jahr sagt, heute muss der Hagen ordentlich was einstecken und nicht nur auf dem Schlachtfeld. Ja, aber nicht nur heute. Genau, dann hat, lese schon gar nicht mehr, wer, seiner Majestät Schiff heißt das, genau. Ah. AMS ist von den Engländern. Genau. Dragonflame hat Majesty gefragt, genau, gibt es stimmt einen neuen, Moment. Also erstmal Yester Chips. Hallo Mick, Hagen ist der Erste, den ich sehe, dem eine Pickelhaube passt. Ja. Genau. Sehr schön. Sie passt nicht nur, sie steht mir auch. So, und habe ich es gesagt. Dragonflame fragt, ob wir den neuen He-Man-Trailer gesehen haben. Ich habe ihn gesehen. Hast du ihn gesehen? Hast du mir nicht gezeigt? Nee, du warst ganz clever. Du hast den Trailer unter dem Virtual Dimension-Account auf YouTube angeguckt. Und da ich den ja auch benutze, ist der mir über die Füße gelaufen. Und ich habe ihn auch, ja. Genau. Ja. Also, Ich finde, es sieht super aus. Ja, finde ich auch. Ist grafisch näher an dem Remake von 2003, was ich aber grafisch viel besser fand als die Filmation-Serie. Und scheint auch ansonsten, wohl nach dem, was ich gehört habe, nicht ganz so der Muskelprotz macht im Alleingang alles, sondern etwas realistischer. Der braucht halt auch Unterstützer, die ihm helfen. Ja, aber was ist denn das für ein... Also ich bin mal sehr gespannt. Ich fand ja... She-Ra und die Rebellenprinzessinnen fand ich großartig gemacht, auch wenn man den Zeichentrickstil halt so anime-mäßig muss man halt mögen. Aber ich fand die von der Story her und von der generellen Aussage her fand ich das super. Ja. Immer noch schade, dass es anscheinend nach der fünften Staffel nicht mehr weitergeht. Ja. Hagen kann einfach alles tragen, sagt Hoflicht. Nicht nur Küchenklappen. Ja. Das ist so. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Wieso, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Er hat mir die ersten Infanterien weggeholzt. So reparieren, Hagen? Die konnte ich ja nicht. Wie konntest du nicht? So, die Frage ist, wie viel... Wir haben 84. Wenn wir 84, 35 und 50 sind, leider 85. Wir haben genau einen zu wenig. Sollen wir noch eine Runde warten? Oder nee, was ich warte hier gar nichts mehr. Ich baue jetzt eine mittelige Infanterie. Okay. Damit wir irgendwie die Linie halten. Weil wenn die Fabrik weg ist, dann haben wir so ein richtiges Problem. Ich darf dir sagen, das könnte in der nächsten Runde passieren. Dann müssen wir sie halt wieder einnehmen. So, zwei habe ich gefunden. Wo ist das dritte? Ja, uns gehen die Alternative aus. Ich schlage eine neue Strategie vor, Hagen. Gewinnen. Ich muss zugeben, ich bin derzeit noch etwas ratlos, wie ich die in der nächsten Runde haben soll. Okay. Sollen wir mal den Chat-Joker nach Tipps fragen? Noch nicht, ich will noch nicht. Nee. Also, er will noch keine Tipps haben. Ja. Genau. Turbo-Torte sagt, von der Retro-Fabrik gibt es zu Masters of the Universe auch die alten Comic-Hefte überarbeitet, neu aufgelegt an einem schönen dicken Büchlein. Ja. Siachnow sagt, es soll jetzt einfach das Richtige tun. Ja, so wie immer. Ja. Ja. Ah, läuft schon. Genau. Muss doch das Ding. Dieses Suchspiel. Maren hat ja dann so ein. So eine. Kennst du diese großen Schraubenboxen mit den vielen Fächern? Ja. Du benutzt Maren zum Klemmbausteine sortieren.
Vielleicht hätte ich mir die ausleihen sollen. Die große Schraubenbox und dann für Klemmbausteine, ey. Ja. Weißt du, unglaublich. Ja, ich habe ja so ein Wandregal für die Schrauben. Ja. Genau. Hier ist der Tschüss, sagt, was soll man da an Tipps geben? Einmarschieren, ausradieren, so wie immer. Ja. Aufstehen, Vormaschinen umnieten, ja. Weitermachen, ja. Und Nexia sagt, wir sollen einfach rückerobern und haben sogar seine Einheit mit eingenommen. Das wäre doch clever. Ja, aber ich habe gerade nachgezählt, er hat mehr. Hm. Also sprich, das wird so ein ich stech deinen, du stichst meinen, ich stech deinen, du stichst meinen, ich stech deinen, du stichst meinen, ich habe keine mehr. So ein bisschen. Ja, du musst einfach seine dann schnell rein und dann schnell beide rausziehen. Ja. Und dann hast du ja zwei. Ja, ist klar. Genau. Ja, ja. Und dann geht er wieder mit einer rein, die eroberst du wieder, ja, ja. Und dann gehst du wieder mit zweien raus. Gut, dass er immer drei Züge zwischen den Bewegen hat. Ja, ist klar. Mhm. Mhm. Der 68K-Assembler fragt, faszinierend, dass Maren mit Klemmbausteinen baut, aber nicht mit dir zusammen. Ich hab die Antwort. Darf ich die Antwort geben? So. Die sind verheiratet? Ja, ich meine. Denn manchmal bauen wir auch zusammen, also nicht am selben Modell, aber gleichzeitig. Der Spruch war gut. Manchmal bauen wir auch zusammen. Ja. Maren baut keine Panzer, genau. Ich versuche jetzt irgendwie gerade nicht irgendeinen Blödsinn zu erzählen, was den Schneider CPC und Bauen angeht. Ich halte mich zurück. Wobei, das war echt schön. Das war ein schönes Erlebnis doch. Ja. Also für unser einen. Für den dann nicht so, aber ich fand... Wieso, er geht doch jetzt. Ja, er funktioniert jetzt, ja. 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 Wo ist dieses Teil? Ich hab's bestimmt schon dreimal in der Hand gehabt, aber... Nehmen wir doch das hier. So, jetzt. Jetzt geht's vorwärts. Also. Das ist ja hier. Da ist ja Lücke. Klick. So, dann brauchen wir. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich konnte ausgleichen. Konntest ausgleichen? Hast du den reingezogen? Nee, ich habe zwei Stück. Ich habe doch zwei Infanterie gebaut. Jetzt haben wir vier Infanterie. Er hat vier Infanterie. Mhm. Da er anfängt, müsste es also für uns aufgehen. Problem ist, auf halber Strecke ist die Schwere um. Die müsste man auch zwischendurch mal reinziehen dann. Mhm. Vor allem, weil er ein eisernes Kreuz gleich hat. Ja, und die kann nicht zurückschießen. Kannst du nicht die Elite-Infanterie da einmal zum Schiff wegballern? Hab ich das jetzt hier genommen? Einen davon. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Der ist ja geil, der ist einfach mit seiner leichten Artillerie direkt vor meine Artillerie gezogen. Das ist frei nach dem Motto, weil ich es kann. Du willst auf mich schießen? Du willst auf mich schießen? Schieß doch. Kriegen wir in die Augen dabei. Genau. Erst schießen, wenn du das Weiße in seinen Augen erkennen kannst. So, nee, wir bauen jetzt die zweite Plattform. Also, so und. Nee. So. So. Okay, das war die Schwere. Hast du wenigstens mal geschossen damit? Einmal. Ja, wo? Zieh sie jetzt rein. Unser Bewegungsding ist weg. Können jetzt gar nicht bewegen. Jetzt können wir schießen.
Ja, dann musst du jetzt einfach nur mit der Elite diese Spote wegballern. Sie ist weg. Hagen, so war das nicht abgesprochen. Sie ist weg. Genau. Kann eine volle Fabrik erobert werden. Das ist noch die Variante. Du musst einfach alle Slots füllen. Ja, dann können sie nicht erobern. Können sie nicht erobern, genau. Ja. Baut Hagen eigentlich irgendwann mal die Emden und die Dresden fertig? In der nächsten Marinemission. Ja. Ansonsten, wir wollten ja auch dieses... Ich baue aber gerne, also so ist es jetzt nicht. Wir wollten doch, wie hieß dann, Dreadnoughts wollten wir mal spielen. Das ist das Erster Weltkrieg mit Schiffen-Spiel. Ja. Da kann der Hagen dann die Schiffmodelle fertig basteln. Ja. Ja. Auf der Straße eingeklemmt und von einer Elite angeschossen. Hallo Sword Coast. Und jetzt habe ich nicht gesehen, was Yester Chips eigentlich gefragt hat. Muss ich schon mal kurz hier... Ja, ja, wir haben gerade unsere Übermacht. Wir haben jetzt nicht mehr vier. Genau. Wenn die beiden am selben Modell... wenn Waren und ich am selben Modell bauen würden, ist Schluss mit dem Channel. Ja. Und dann sagt Hoflicht, nee, der Channel würde weiter bestehen. Videos würden künftig nur in Hagens Keller aufgenommen. Und ja. Deutsche Klee meint aber, da stehen bestimmt nur leere Bierkisten. Kein Platz für ein Studio. Nein. Also ja, also nein. Also, es heißt ja immer, ich erzähle zu viel von der Baustelle. Soll ich jetzt was von der Baustelle erzählen oder nicht? Aber nur, also solange noch geschossen wird, kannst du von der Baustelle erzählen. Ja, der letzte Kampf, das rentiert sich ja gar nicht. Ja, also, derzeit wohnen wir im Obergeschoss eines Häuschens, inklusive Dachgeschoss. Rate, wer oben unter dem Firstbalken sein kleines Doppelzimmer hat. Das heißt, mit aus dem Keller gestreamt ist da nicht. Fortsetzung folgt. Ja, ich darf ja nichts sagen. Genau. Wird den Teufel tun. Hier an direkte Anweisungen mich hier nicht halten. So, ich bin mit dem Schritt 7. Das wird auch irgendwie wieder Beton hier, was ich da zusammenlöte. So, Schritt 7 fertig. Kommen wir zu Schritt 8. Wie viel sind es eigentlich? 104. Ja, dann. Cliffhanger und Haken und Hoflicht Haken vom Dach, so mit Propeller auf dem Rücken. Ja. Propeller auf der Pickelhaube. Aber das sind, glaube ich, Inspector Gadget. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass wir die Leiche, ich war so fasziniert von dir da drüben. Dass wir die Leiche weggenommen haben. Die hat uns angegriffen und darauf haben wir zurückgeschossen. Ja. Und jetzt hat die auch noch ein einsames Kreuz. Ja. Ja. Kann aber nichts angreifen. Ja, weil ich sie außer Reichweite gezogen habe, weil ich gedacht habe, das dauert länger, bis die auf einem Kreuz war. Wäre ja auch so gewesen, aber... Hausbaugeschichte am Stück. Nee, also zukünftig wirst du ja dein Zimmer im Keller haben. Du darfst es nicht erzählen, wir schießen gerade nicht. Nein, nicht, okay. Dann du darfst, ich darf schon. Ach, so läuft das hier. So läuft das. Du darfst nur erzählen, wenn geschossen wird. Ja. Und ich darf erzählen zwischendurch. Ah, immer. Eigentlich immer, nur wenn gerade nicht geschossen wird. Genau. Eigentlich immer, weil du schießt ja auch gar nicht. Ja, ja. Ja, ja, ist ja logisch. Ja, ist klar. Ja, ist logisch. So, jetzt müssen wir hier. Eieiei. Oh. Mittlerweile ist es wird ja immer wärmer hier. Das ist ja die Hölle. Oh. Brauchst du noch ein Taschentuch? Ja. Ich hab noch, glaube ich, noch eins in der Hosentasche. Danke. So, nimm doch den Klimatisierungshelm zwischendurch. Ruf dir sein Podcast-Special. Dennis schneidet Hagens Hausbaumarktgeschichte zusammen in einem Podcast. Das könnte. Wenn wir länger als ein Podcast werden. Ja. Ja. Dennis, darf ich spoilern, was wir uns gestern vor dem Podcast vorgenommen haben, von wegen Zeit und Themen und so? Darf ich das erzählen? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ist ja schon rum eigentlich, wo wir beide uns danach angelächelt haben und gesagt haben, ja, so viel zu unserer Planung. Ach so, wie lange wir den Podcast machen wollten. Genau. Was hier wieder der Bartkrümel hier. Meine Bartkrümel. Ja. geil, ich finde den Hammer geil. jetzt wird aber geschossen. Tut mir leid.